Turnier. Es wird getrickst, gekämpft und gejubelt. Kein Wunder, schließlich geht es um den SC Siemensstadt Cup. Rund 90 Jungen der Altersklasse U8 aus Berlin und Brandenburg stellen ihr fußballerisches Können unter Beweis. Zudem hält das Turnier große Namen bereit. So sind unter anderem der 1. FC Union, die Füchse Berlin und der FC Viktoria dabei. Also quasi alles. Freundschaft, Fußball, Tore. Fußball soll Spaß machen, Kinderfußball ganz besonders, und genau deswegen wird hier auch auf 8 Spielfeldern im Modus jeder gegen jeden gekickt. Doch die Plätze haben es in sich. Schließlich erwartet die Kleinsten auf jedem Platz ein neues Format. Entweder müssen sie auf Großfeld, Dribbel oder klassisch auf 2 gegenüberliegende Tore schießen. Und das schwierigste Feld heute war, dass ich nicht die Tore auf der gleichen Seite hatte, sondern dass ich im schwersten Feld heute auf diagonale Tore spielen musste. Und das ist einfach was, wo die Kinder, und das ist faszinierend, so schnell umdenken müssen. Die Idee dahinter ist, dass neben den fußballerischen und kognitiven Fähigkeiten auch das Selbstvertrauen gestärkt wird. Die Kinder sollen eigene Entscheidungen treffen und vom Leistungsdruck befreit sein. Das ist dem Sportclub Siemensstadt mit diesem Turnier definitiv geglückt. Schließlich gibt es zwar Ergebnisse, eine echte Rolle spielen diese allerdings nicht. Stattdessen bejubeln die Kinder jedes erzielte Tor enthusiastisch. Wir haben uns gut als Mannschaft betroffen und wir haben auch sehr gut gepasst und so. Und wer weiß, wer sich von diesen Jungen in Zukunft ins Rampenlicht der Bundesliga oder Regionalliga trickst, kämpft und jubelt und sich bestimmt immer wieder gern an den SC Siemensstadt Cup zurückerinnert.